So, guten Tag miteinander hier aus dem schönen Pai. Die letzten Tage haben wir ziemlich ans Videoschneiden gemacht, weil ich das in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen habe. Gestern haben wir einen Roller ausgeliehen und mit dem werde ich jetzt dann Pai ein bisschen erkunden. Vorher werde ich aber noch mal Sache ein bisschen packen, weil morgen früh geht es ja schon mit dem Minibus zurück nach Chiang Mai, weil morgen Mittag geht schon mein Flieger nach Vietnam. Naja, mit Vietnam gibt es nur so ein kleines Problemchen, beziehungsweise so klein ist es eigentlich gar nicht, weil mein E-Visum, das habe ich vor einer Woche beantragt, normalerweise dauert es 3 Tage, bis es durch ist, ist immer noch nicht durch, steht immer noch Status Processing. Ja, ich habe den jetzt vorgestern und gestern schon mal geschrieben im Support, bis jetzt noch nichts gekommen, schauen wir mal, ob das bis morgen ankommt. Wenn nicht, muss man was überlegen. Aber die ganze Sache mit dem Visum kann ich jetzt eh nicht ändern bzw. beeinflussen. Deshalb geht es jetzt erstmal aufs Moped und schaue ich mir hier die Umgebung von Pai ein bisschen an. Gehen wir es an. So, erster Stopp hier. Da oben ist eine riesige weiße Buddha-Statue. Gehen einen Haufen Stufen rauf, da steige ich jetzt gleich rauf. Also der Roller hier, ich habe ja schon viele Roller ausgeliehen, aber einen mit so einer Laufleistung habe ich noch nie gehabt. 898.000 Kilometer hat das Ding auf der Uhr. Also so ein Honda ist wirklich nicht zu töten. Der bremst auch noch, die Kupplung ist auch noch gut. Reifen auch okay. Von daher war auch richtig günstig, 100 Baht pro Tag. So einen günstigen Roller habe ich auch noch nie gehabt. Ja, jetzt steige ich da hoch. So, bin jetzt hier oben bei der großen Buddha-Statue hier über Pai. Ja, schaut eigentlich ganz schön aus. Der Wald hier ist irgendwie auch ganz cool. Die Bäume sind nämlich alle kahl, aber irgendwie haben es dann doch ein paar Blätter. Schaut irgendwie ein bisschen unwirklich aus. Was auch der Wahnsinn ist, ist, wie hier der Nebel drinne hängt in dem Pai. Also hier ist der Dunst überall. Ist nicht etwa, keine Ahnung, von der Straße her, sondern hier ist gerade Burning Season. Das heißt, die Bauern brennen gerade alle die Felder ab, damit sie neuen Reis und neue Pflanzen anbauen können. Macht irgendwie die Felder fruchtbarer. Und deshalb hängt hier der ganze Dunst und der ganze Staub in der Luft drin. Also wenn man mit dem Moped fährt, da spürt man es richtig. Wie sich das überall anhaftet, also schön ist nicht, aber gibt dem Ganzen eine ganz einzigartige Stimmung, weil die Berge hier, die sind überhaupt nicht weit weg, kann man aber einfach nicht sehen, weil hier so der Nebel drin hängt. Weiß jetzt nicht, inwiefern man es auf der Kamera erkennt, aber da hinten kann man es direkt sehen, wie es die Felder abbrennen. Da steigen die Rauchschwaden hoch in den Bergen hinten.
so, bin jetzt noch zum Pike Canyon gefahren, da ist so 20 Minuten außerhalb der Stadt. Soll ganz schön sein, da drüben geht's rein. Wo die ganzen Händler stehen, ist meistens irgendwas. In dem Fall ein Canyon dahinter. Ja, ich habe vorher nochmal nachgeschaut, es ist Gott sei Dank mein Visa auch durch. Die haben mir gerade die Bestätigung per E-Mail geschickt. Und jetzt steht auch der Einreise nach Vietnam morgen nichts mehr im Weg. Und jetzt schauen wir den Canyon an. Jo, Pike Canyon ist jetzt hier vor mir. Ist auch nicht zu beeindruckend, aber hat man eine schöne Sicht in die Berge. Obwohl eigentlich auch nicht, weil wenn man da mal hinterschaut, dasselbe wie heute oben bei der Statue, überall der Dunst drinnen von den abgefackelten Feldern. Und die Berge hier sind vielleicht 20 Kilometer weg und die kann man kaum noch sehen, vor lauter Staub in der Luft. Spürt man richtig beim Rollerfahren, wie sich das alles in die Nase reinhängt. Und im Gesicht hat man es auch überall richtig ekelhaft. Also Luftverschmutzung ist hier wie, ich glaube, noch schlimmer wie in Bangkok. Aber schön ist trotzdem. Ich bin jetzt noch zur Pai Historical Bridge gefahren, die ist da hinter mir. Ist eine alte Stahlbrücke, die haben die Amis im Zweiten Weltkrieg hier hingesetzt. Ja, schaue ich mir jetzt auch noch an. Da drüben habe ich entdeckt, haben sie irgendwie so Transformers-artige Roboter hingestellt, wieso auch immer. Schaut aber auf alle Fälle cool aus. Ja, ist halt eine Brücke, ne? Also alles nichts Besonderes, kann man drüber laufen, bin jetzt unten vorbeigelaufen, dass ich es mal ein bisschen sehe, aber es ist jetzt nicht wirklich beeindruckend. Ja, ich glaube, ich mache mich auf den Weg zurück zum Hostel, räume meine Sachen noch zusammen und dann geht es morgen auf Vietnam. Ja, ist mir echt der Stein vom Herzen gefallen, jetzt wo das Visa durch ist, weil eigentlich ist angegeben, dass es bis zu 3 Tage dauert und bei mir hat es 6 Tage gedauert, das bin ich schon wirklich leicht nervös geworden und der Customer Support hat sich auch nicht, ja, hat mir auch keine Antwort gegeben. Ja, aber jetzt habe ich so Gott sei Dank und jetzt kann ich morgen ohne Probleme nach Vietnam einreisen. Richtig gut. Das ist mir hier schon des Öfteren passiert, dass ich mich auf den falschen Roller setze, weil es einfach so viele sind und einfach auch so gleich ausschauen. Da muss man sich wirklich das Kennzeichen merken, dass man seinen Roller wiederfindet. So, mittlerweile ist Abend, ich gebe jetzt gleich noch meinen Roller zurück und ja, dann gehen wir noch raus was essen und dann relativ zeitig ins Bett, weil morgen geht schon richtig früh raus, da muss ich um 7 aufstehen, weil um 8 geht schon der Bus, der uns hier von Pai zurück nach Chiang Mai fährt, denn von da geht dann der Flieger nach Hanoi. Nächster Morgen, Busbahnhof hier in Pai. Sitzen wir jetzt in unserem Minibus, der fährt nach Chiang Mai, hoffentlich am Flughafen.
Sagen tut er, dass er um 11 da ist. Ich glaube es noch nicht so ganz. Unser Flug geht um 12:45. Ja, der fährt jetzt hier 3-3,5 Stunden wieder die Bergstraße zurück. Und dann sind wir hoffentlich am Flughafen. Der Fahrer raucht noch eine. Bevor es losgeht, machen wir zwei Zwischenstopps, dann noch 2 Stunden. Aber naja. So haben wir es jetzt am Flughafen geschafft. Die Busfahrt war ganz schön anstrengend. Da sind wir wirklich dreimal stehen geblieben, weil irgendjemand ja, ein bisschen übel geworden ist. Und ja, Check-in hat noch ewig gedauert dann am Flughafen. Sind wir mit Sicherheit eine halbe Stunde gestanden am Check-in-Schalter. Und ja, jetzt geht es dann nach Vietnam. Unser Flug hat 20 Minuten Verspätung. Flieger ist nicht da, aber hoffentlich kommt er noch. Und dann geht es im nächsten Video weiter hier in Vietnam. Also das war's dann für heute. Daumen nach oben, abonnieren war super. Dann sehen wir uns morgen in Hanoi.